Ei, der Daus, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt hatte Paragraphen Silvia eine Minute Verspätung. Ist es denn möglich? Es ist schon 11:12 Uhr. Herzlich willkommen und ich bin noch nicht mal mehr dazu gekommen, weil ich jetzt eben hier so reingeschleudert bin, noch nicht mal mehr dazu gekommen, der Sache hier einen Titel zu verpassen. Aber weißt du, das kann ich auch später machen und ich bin froh, dass du schon mal da bist und ich bin froh, dass ich. Paragraphen Sylvias Morgenlatte. Ich möchte dir heute mal demonstrieren, was ich für fantastische Mandanten habe, die mir, wenn sie denn hier durch sind, solche Tassen kreieren und schenken. Ist das nicht geil? Also, ich bin echt glücklich, woraus ich hier so meine Paragraphenlatte trinken kann. Nee, meine Morgenlatte. Sylvias, Paragraphen Sylvias Morgenlatte. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, Paragraphenlatte, aber ist ja egal. Heute habe ich eine Geschichte rund um das Entscheiden, die ich dir kurz am Sonntagmorgen um 11:11 Uhr präsentieren möchte, die sich gerade frisch heute Morgen in mein Leben geschlichen hat, die mich kurz nachdenklich gemacht hat und die mich dann hat eine Entscheidung treffen lassen, weißt du? Hier Gedanke, da Entscheidung, so geht das ja bei Silvia, dass ich das in meine Morgenroutine aufnehme. Und zwar, du weißt ja vielleicht, dass ich, dass meine Abendroutine das Dankbarkeitstagebuch ist. Und heute Morgen, ich bin bei Nana Domina, also bei Nana aus Ghana, den ich auch für meinen Podcast, da habe ich euch schon einen Appetizer aufgenommen. Der lebt zurzeit auf Mallorca. Der hat eine Gruppe, wo nur Good Vibes verteilt werden. Und da bin ich heute Morgen auf eine Idee gestoßen, die ich dir jetzt kurz mitteilen möchte. Und zwar hat er ein Video gepostet, das packe ich euch gleich noch in die Kommentare. Da geht es um das Morgenritual eines tibetischen Mönches. Und ich packe euch auch in die Kommentare noch mein anderes Video zum Thema Morgenroutine, weil das, was da, der eine Gedanke, der da drin war, den werde ich jetzt einfach noch mit reinpacken in meine Morgenroutine. Eine Morgenroutine, ich habe neulich, das war so eine nette Diskussion, hat jemand gesagt, nee, also morgen, also alles, was mit Routine zu tun hat, ist gar nichts für mich, weil das ist mir viel zu langweilig, wenn das jeden Morgen gleich ist. Bei mir muss ich sagen, ich bin ja der Chef meiner Gedanken und dessen, was ich tue. Und wenn mir was zu langweilig ist, dann ändere ich das halt. Und bloß weil es Routine heißt, muss es ja nicht immer das Gleiche sein. Also jetzt nur mal für deine, ne? Manche Worte lösen bei uns irgendetwas aus. Und aber es ist gar nicht so. Es ist ja unser Ding, ob wir etwas, wie wir etwas mit Inhalt belegen. Also Routine ist für mich nichts Negatives und eine Routine ist auch nicht in Stein gemeißelt, sondern ich kann sie auch verändern. Also meine bisherige Morgenroutine, ich poste es dir in die Kommentare und dann der neue Gedanke. Dann sage ich dir erst den von heute und dann noch eine weitere Idee, die ich vor einigen Monaten schon aufgenommen habe, die ist in dem Video auch noch nicht drin. Also zwei neue Impulse heute zum Entscheiden, wie du deinen Tag beginnen kannst. Nummer eins ist, der Mönch hat erzählt, unter anderem, dass er morgens, bevor er die Augen aufmacht, erstmal über den Tod nachdenkt. Ich habe da heute Morgen direkt gedacht, Hammer. Ja, genau. Und zwar, alle Leute sagen, sie haben keine Zeit. Und gefühlt alle. Und womit verbringen die denn den Tag? Also, sie verbringen den Tag so, als hätten sie noch 100 Jahre zu leben. Und da möchte ich dir mitgeben, ich habe ja eine in meinem Körper eine eingebaute tickende Zeitbombe. Und seit ich das weiß,
Lebe ich tatsächlich jeden Tag, als sei es der letzte. Aber es ist nicht mein erster Gedanke morgens. Also mein erster Gedanke ist so lächeln und dabei dankbar sein. Aber so dieses, der Gedanke an den Tod, der gibt dir nochmal einen Schwung, finde ich, für Bewusstheit, um in den Tag zu starten. Das ist die Idee mit dem Mönch. Da werde ich sehen, dass ich euch das Video gleich verlinke. Und die zweite Idee, Bernd, jetzt lass mich doch mal eben fertig machen. Es wird ja auch heute nicht so lang. Die zweite Idee ist, dass man drei Menschen segnet. Also drei Menschen für den Tag segnet, aus dem eigenen Netzwerk. Also jemand, der einem gerade spontan so einfällt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass deine Gedanken zu jemandem intuitiv hingehen, der genau diese Ladung Energie, die du ihm, ohne dass er es weiß, er fühlt es aber, die du ihm geben kannst, genau an diesem Tag braucht. Also drei Menschen segnen und morgens mal ganz frisch an den Tod denken und sagen, worauf kann ich denn den Fokus heute lenken, damit ich nicht so viel Zeit verdaddel. Damit ich bewusst die Zeit, die ich hier habe, nutze. So, das war jetzt hier mal eine Morgenlatte auf den Punkt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Trink jetzt weiter hier aus meiner wundervollen Tasse und bleib gesund. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Hier kommt gerade die Sonne raus, obwohl es angeblich heute den ganzen Tag bedeckt bleiben sollte. Aber dazu habe ich ja heute Morgen schon im Podcast was gesagt. Wenn du runterscrollst, kannst du dir den anhören. Da habe ich dir schon gesagt, dass es ganz, ganz toll ist, dass die Sonne heute nicht scheint. Aber jetzt scheint sie doch. Das finde ich auch toll. Komisch, ne? Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wenn dir meine Energie gefällt, geh doch gerne mal auf einen meiner anderen Kanäle und guck dir noch mehr an. Dann kannst du noch ein bisschen länger in der Energie bleiben und vielleicht kannst du dir auch ein Scheibchen abschneiden. Ich bin gerne ansteckend, so wie ich bin. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mach's gut und bleib gesund. Wir sehen uns.